Hallo liebe YouTuber, ich habe euch heute wieder was ganz Besonderes mitgebracht und eine super simple Idee. Und ich zeige euch heute, wie man mit diesem schönen Knöterich, ja auch Rheinautria genannt, Knöterich, Allium mit Inka-Lilien, wie man da ein super Arrangement machen kann und man muss es nicht mal binden. Also schaut mal in das Video rein. Und es gibt immer während dem Video viele Tipps und Tricks. Und es lohnt sich, das Video immer bis zum Ende zu gucken. Aber mehr kommt jetzt dann gleich. Ja, also ich habe diese wunderschönen Blumen mitgebracht. Das sind Alstromerien oder auch Inka-Lilien genannt. Die halten ganz, ganz toll. Viele kennen die nicht. Die Blüten halten hier länger als die Blätter. Es kann auch mal sein, dass die Blätter mal so ein bisschen nicht so schön sind. Die kann man dann, muss man immer vorsichtig abknipsen. Ja, immer hier unten abknipsen. Also mit dem Finger quasi einfach so mal einmal abknibbeln. Und die werden halt mit der Zeit, werden die eher beige. Und diese wunderschönen Blüten, die halten ganz toll und die sind auch so schön, ja, gestromert würde ich die fast nennen. Und das ist jetzt natürlich auch ein Prachtstück. Und die sind sowohl in längeren Sträußen als auch in rundgebundenen Sträußen super dekorativ. Und es ist eine Lilienart, aber sie duftet nicht. Ja, also man kann auch mal riechen. Nein, es ist wirklich so ganz zarter, feiner Blumenduft, aber es ist kein Lilienduft, ja, weil viele meinen, jede Lilie duftet. Nein, ist nicht so. Es gibt also ganz viele Lilien. Das sind jetzt die kleinen Inkas. Ja, wir nennen sie mal Inkas liebevoll. Lauch, die kleine Form davon, die gibt es bestimmt in eurem Garten. Vom Schnittlauch, der hat ja auch diese kleinen Lila-Blüten, ja, gibt es in Weiß und Lila. Und das ist jetzt ein Allium. Das ist natürlich jetzt die schönste Form. Das ist ein Allium Giganteum. Giganteum ist auch, weil der ist jetzt einen Meter lang ungefähr. Ja, also der ist jetzt richtig groß und hat diese tolle Kugel. Das ist wirklich ein Prachtstück. Die schönsten Sachen, die bringe ich eh immer mit für die Videos. Und diese Allium Giganteum, die halten ganz, ganz toll. Ja, das ist eine wunderschöne, dekorative und haltbare Blüte. Und da habe ich einfach mal zwei Stück gebunkert, weil ich habe gesagt, die werden jetzt nicht verkauft, die brauche ich fürs Video. Ja, und dann habe ich noch zu guter Letzt den Knöterich mitgebracht, damit ich den aus der Vase bekomme, weil mein Laden ist nicht so hoch. Muss ich erstmal die Vase runterstellen. Und das ist also dieser schöne, dicke, lange Knöterich, der solche Abschnitte hat. Viele sagen auch erstmal Bambus. Nein, es ist kein Bambus. Und er lässt sich auch ganz leicht schneiden, ja, wenn man einfach mal eine Baumschere nimmt und diese Verästelung, ja, die gehen also ganz leicht weg. Es geht sogar auch mit einem Messer zu schneiden. Das zeige ich gleich noch. Und dann überlegt man natürlich immer, welche Vase nehme ich denn? Ja, und dann habe ich auch gedacht, wenn man so eine Vase jetzt nimmt, das ist ja eigentlich schon schön. Aber toll ist es natürlich auch, wenn man so eine schöne lineare Arbeit, ja, dass es so richtig parallel ist, ja, wenn man so eine lineare Arbeit hat, macht. Und dann habe ich einfach mal verschiedene Vasen angeguckt, ja, gedacht so, nehmen wir die. Die ist eigentlich schön, aber ich möchte lieber die Blüten und die Stiele sehen und finde es dann schöner und puristischer. Und deswegen finde ich eine cremefarbene Vase, die schaltet erstmal aus. Okay, dann haben wir natürlich eine andere noch, dass ich überlegt habe, so eine Glasvase. Ja, die ist auch ganz schön, aber die ist mir jetzt eigentlich noch zu breit. Ja, und sonst habe ich den Effekt, dass die Blüten so in der Vase liegen. Und die fand ich jetzt auch ein bisschen zu kurz. Ja, es kann ruhig länger sein. Und man hat ja oft schöne hohe Vasen zu Hause und weiß eigentlich mal oft gar nicht so, was man reinmacht. Und dann habe ich noch eine dritte Vase mal gesucht. Ja, das ist jetzt also eine richtig schwere. Ja, die hat also richtig dickes Glas, wie man hier sieht. Ich liebe dicke Vasen. Die hat ein schweres Glas und die fand ich jetzt auch echt perfekt. Und dazu habe ich auch wunderschöne Dekomaterialien, die ich aber gleich einsetze, wenn wir an das, ja, an die Deko gehen, weil ich habe natürlich immer ein gewisses Extra vor. So wie ihr mich kennt, so einfach mache ich das nicht so gern, sondern das muss schon was Besonderes sein.
Ich habe mir jetzt den Stuhl hingestellt und stelle die Vase auf den Stuhl. Ansonsten kann ich leider nicht so gut arbeiten, weil das nach oben, das ist alles ein bisschen zu eng hier im Laden. Um diesen knöterigen, frischen Anschnitt zu geben, ich lege den einfach mal hier hinter. Ja, also entweder ich nehme den in der Baumschere und schneide den. Wie man sieht, komme ich natürlich auf einmal gar nicht durch und schneide den so ab. Das Problem ist eigentlich jetzt, dass der natürlich so ein bisschen ausreißt. Ja? Was ich machen kann, was viel schöner ist, ich nehme ein schönes, frisches, scharfes Floristenmesser. Bei Floristik24 kaufe ich die natürlich und gehe her und mache so, zack, einen tollen Anschnitt und habe das wunderschön so schräg geschnitten und habe diesen schönen Anschnitt. Und jetzt gucke ich mir natürlich an noch, wie hoch möchte ich denn gern gehen. Also ich möchte gerne die Vase parallel mit Knöterich füllen und möchte das Allium dann dazwischen positionieren. Und das Allium ist ja relativ hoch. Ja, so. Das heißt, der Knöterich, der darf ruhig auch hoch sein. Und deswegen schneide ich den Knöterich jetzt mal hier. Gehe ich her. Also vorsichtig den Daumen schützen. Zack. Und ja, genau. Fliegt alles erstmal rum. So, schneide den Knöterich und habe da also auch einen schönen schrägen Anschnitt. Und hier sieht man, wie schön dieser tolle Anschnitt ist. Ja, und wenn die Schnittstelle so ein paar Tage alt ist, ich laufe schon auf dem anderen Knöterich rum, wenn die ein paar Tage alt ist, dann ist sie etwas angetrocknet. Dem kann ich abhelfen, indem ich einfach wieder frischen Anschnitt mache und dann sieht er ganz toll und frisch aus. Was ich natürlich hier jetzt machen muss, ist die Seitenäste, die schneide ich mal ab. So. Und dann nehme ich noch meinen zweiten Knöterich. Ich hoffe, der langt, sonst muss ich, im Laden habe ich noch ein bisschen was. So, dann nehme ich noch meinen zweiten Knöterich und schneide den auch noch mal auf eine schöne Länge. Ich kann irgendwie nicht das andere Stück festhalten und schneiden. Also ein Stück fliegt dann doch einfach auf den Boden. Das ist dann so. So, wenn ich jetzt merke, ich bräuchte noch ein bisschen Knöterich, dann kann ich entweder die Stücke noch mal kürzen, ja, ein Stück, dass ich eben das Doppelte habe an Volumen. Und ich könnte hier jetzt, ja, ich könnte jetzt hergehen und einfach mein dickes Stück, ich drücke es jetzt ein bisschen, ich schneide mein dickes Stück durch und kann damit, so, sorry, es purzelt auch immer rum, so, und habe dann, super, und dann habe ich natürlich jetzt mehr Volumen in meiner Vase drin. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und jetzt gehe ich her, nehme mein Allium. Und da kann ich auch wieder mit dem Messer das Allium kürzer schneiden. Immer erstmal dran halten und testen, wie lang ich es gern haben möchte. Und dann abschneiden, weil abgeschnitten ist es schnell. Aber anstückeln geht natürlich nie. Es ist wie beim Friseur. Es ist eigentlich kein Geheimnis. So, und dann nehme ich mein Allium, das eine. Und das zweite kann ich ja hier stufen. So, und jetzt ab jetzt kann ich auch mal auf den Tisch gehen für meine Arbeit. Also für dieses Arrangement braucht man tatsächlich keinen Strauß binden können. Ja? Es ist auch wirklich mal eine ganz einfache Arbeit. Also ihr seht, ich schneide auch ein paar Mal, bis ich mit der Länge zufrieden bin und bis ich denke, okay, das passt jetzt gut. Also ich schneide es nicht sofort auf die Länge, auf die ich es haben möchte. Ja, ich taste mich so heran. Jetzt geben wir mal ein bisschen Wasser in die Vase. Wenn dieses Allium in der Vase steht, dann wird das Wasser oft lila. Ja? Allium braucht jetzt nicht so einen hohen Wasserstand. Das reicht also ganz locker. Und oft, ja, hier ist das jetzt grün, aber oft ist die Schnittfläche wirklich lila, wenn man es aufschneidet, interessanterweise. Und auch das Wasser färbt sich dann so richtig pink. Aber es ist tatsächlich eine natürliche Farbe. Und es ist nicht gefärbt. Ja? Das ist so, in der Natur kommt das so vor. Dann auch ein schönes Grün, ein längeres.
macht sich auch sehr schön als kleine Spielerei. Das ist jetzt ein Ruskus. Und beim Grün natürlich auch darauf achten, dass alle Grünhalme, ja, das ist jetzt ein richtig toller Langer, dass alle Halme vom Grün natürlich im Wasser sind. Sonst vertrocknen die ja. So. Und um das Ganze etwas blumiger zu gestalten, das ist wunderschön, also diese Inka-Lilien haben natürlich eine tolle Länge. Und ich tendiere dazu, die Länge einfach zu lassen, weil Länge ist ja immer schick und macht wertig. Also eine ganz tolle, hohe Blüte in der Vase. Und man sieht auch an meinem, wie ich immer erstmal einen Platz suche und dann im Anschluss auch die jeweilige Blüte kurz schneide. So, das ist jetzt also mein Arrangement mit den Blüten. Ein bisschen Deko geht immer. Ich hole mir dafür noch mal ein bisschen Knöterich aus dem Laden. Ich bin gleich wieder da. Ich habe nämlich noch mal so das i-Tüpfelchen. Das schwirrt mir noch im Kopf rum. Das muss ich jetzt kurz holen. Moment. So, hier sieht man, dass der Knöterich doch eine Weile braucht, bis der reift und bis der dick wird. Weil hier sieht man auch sehr schön den Größenunterschied. Das ist wirklich jetzt ein junger, der noch nicht so lang wächst. Und das andere ist eben auch ein richtiges Prachtexemplar, ein ganz dicker, toller. Aber auch die jungen Knöterichstücke können ganz toll verwendet werden. So, ich nehme die einfach als Bündel und ich arbeite ja immer sehr gern mit Drähten. Ja, das ist jetzt ein Steckdraht. Das ist ein Zehner ist das, glaube ich, so in etwa. Und ich lege diesen Draht um dieses Bündel drumherum, verdrehe den Draht. Der ist jetzt relativ dick und das wäre jetzt noch ein bisschen zu locker. Und damit das Ganze gut fixiert ist, Moment, einmal auf der Suche nach Werkzeug, kann man an den Werkzeugkasten vom Ehemann gehen und sucht eine Kombizange. Mit der Kombizange macht man diesen Draht, dreht noch mal ein bisschen fester und jetzt ist alles richtig super fest. Und mein Gedanke ist, ich würde gerne dieses Bündel hier noch mit einfügen als Deko. Und Drahtstellen finde ich nie schön. Deswegen werden wir die Drahtstelle verstecken. Die Technik soll keiner sehen, ist immer mein Spruch. Und damit ich das richtig schön dekorieren kann, habe ich mir hier ein lila Band geholt. Dachte, lila passend zu dem Knöterich, zum Allium. Sehr, sehr schön. Man könnte theoretisch auch ein grünes Band nehmen und mit einem dünnen Lila umwickeln. Aber lila fand ich jetzt super passend. So, ich brauche von dem Band also gar nicht viel. Und es ist auch immer gut, eine gute Schere zu haben. So. Die also auch richtig gut schneidet. Das Band kann ich mit einem Tupser Heißkleber festmachen. Und wie immer nicht die Finger ankugeln. Und so als schöne Deko. Genau, das ist der Anfang vom Draht, der will auch immer erstmal gefunden sein. Und den Draht wickle ich jetzt so dekorativ. So, kleinen Augenblick, jetzt kommt Kundschaft, gleich geht's weiter. Guten Tag. Hallo. So, der Kunde hat seinen Strauß bekommen und ich habe jetzt also mit dem Myrtendraht diese
ja, dieses lila Band umwickelt, so ganz lässig. Und viel mehr Deko brauche ich auch nicht, ja, aber es ist einfach ein schönes Farbenspiel. Und verschließe natürlich auch diesen Draht jetzt wieder, bevor ich den abschneide. So. Wie immer mit der Drahtschere abschneiden. Ja, das ist doch viel Werkzeug, was man da so auf dem Tisch liegen hat, ja, wenn man alles betrachtet. So, und nun habe ich einfach so ein kleines, schickes Dekobündel, das ich in dieser Arbeit verschwinden lassen kann. Und ich kann es auch ein bisschen tiefer machen, wenn ich sage, ich möchte es mehr sehen. Ja, oder eben die Blättchen hier wegmachen. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon wirklich für jeden Laien total einfach nachzumachen. Eine wunderschön gefüllte Vase, auch eine tolle Geschenkidee. Eine Vase, schöne Blüten mit diesem Knöterich, den ihr bestimmt schon ganz oft im Gebüsch gesehen habt. Der wird immer entfernt von der Stadt. Wenn der einmal wächst, dann ist er auch kaum mehr wegzubekommen. Und so dekorativ und schick lässt sich dieser tolle Knöterich also arrangieren. Und ich wünsche euch ja viel Spaß bei der Suche nach Knöterich, bei der Suche nach so einer schönen schmalen Vase. Und wenn es ein bisschen zu breit ist, einfach zwei, drei Stangen mehr Knöterich nehmen. Total easy. Und dann lässt sich die Vase super füllen. Geht auch zum Beispiel mit Strelitzien, geht mit Lilien. Also alle Blüten, die so lang sind, die kann man da ganz toll anordnen. Und endlich werden die Bodenvasen wieder genutzt. Oder man kann auch diese schöne Deko von dem Knöterich zum Beispiel auch bei einer Orchidee als Deko hier querlegen. Ja, wird auch farblich super passen. Also gibt es ganz viele gestalterische Möglichkeiten. Man muss einfach nur so ein bisschen, ja, mal schauen, und es ist doch immer ein netter Zusatz. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, und es gibt auch ein ganz tolles anderes Video mit Knöterich, einen hohen Gladiolenstrauß. Da blende ich nochmal den Videolink dazu ein, den zu gucken, weil jetzt ist dann Gladiolenzeit, Sommer, und da kann man das wunderschön nachmachen. Ansonsten viel Spaß und bleibt dabei. Vergesst nicht, die Glocke zu klicken, um informiert zu werden über neue Videos und um keine Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich, dass ihr da wart, und sage einfach viel Spaß und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!